Moin, liebe Leute, da wäre ich schon wieder und heute hätte ich die erste mathematische Ergänzung dieses Jahres für Sie. Da machen wir einfach an der gleichen Stelle weiter, zumindest so ziemlich, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal hatte ich versucht, Ihnen so die Grundzüge der Integralrechnung nahezubringen. Das heißt, wir haben uns bestimmte Integrale angeguckt. Ja, nochmal zur Erinnerung, was hat uns interessiert? Wir hatten irgendeine Funktion. Ja, nennen wir sie f von x. Ja, so. Die soll von mir aus so aussehen wie diese rote Linie hier. Das hat uns interessiert, ja, wenn ich diese Funktion habe, kann ich daraus bestimmen, wie groß meine Fläche unter dieser Kurve ist? Ja, wie groß ist diese Fläche? Zum Beispiel die Fläche von 0 bis x. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben das sogenannte bestimmte Integral ausgerechnet. Ja, da habe ich Ihnen erzählt, wie das geht. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann rechnen wir eine bestimmte Stammfunktion aus. Das machen wir hier nochmal konkret. Wir gucken uns an, wie das funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann muss ich irgendwas hier an der linken Seite auswerten und was an der rechten Seite auswerten. Ich muss also meine Integralgrenzen kennen. Ja, deswegen war es das bestimmte Integral. Ich musste also meine linke und meine rechte Grenze angeben. Ja, und dann war der Wert dieses Integrals gerade gleich der Fläche unter meiner Kurve. Jetzt ist die Idee, okay, wenn man es eigentlich hier immer in der Mathematik macht, dann verallgemeinern wir das doch nochmal ein bisschen. Schreiben es nochmal ein bisschen allgemeiner hin. Ja. Was man jetzt eigentlich gerne hätte, ist sozusagen eine allgemeine Form, eine allgemeine Funktion, die mir die Fläche unter meiner Kurve in einer relativ allgemeinen Form angibt. Und das ist das, was das unbestimmte Integral, was Ihnen vielleicht unter dem Begriff Stammfunktion besser bekannt ist, leisten kann. Ja? Was das tut, das sehen wir uns gleich mal an. Was haben wir uns bisher angeguckt? Ja, ich gehen nochmal ganz langsam durch. Wir hatten uns angeguckt, so eine Funktion f von x, das war diese rote Kurve hier. Ja, und dann haben wir gesagt, wie gesagt, es gibt so ein Integral. Ja, und dann haben wir uns das zu festen Endpunkten angeguckt. Ja, zum Beispiel beim Punkt 0 und beim Punkt a oder b, der hier irgendwo aufgezeichnet war. Und dann haben wir gesagt, okay, die Fläche zwischen Punkt 0 und Punkt a ist so und so. An einem anderen Punkt genommen haben, vielleicht nicht a oder b, können wir sagen, die Fläche zwischen 0 und b ist so und so. Dann haben wir vielleicht einen anderen Punkt c als Endpunkt genommen. Dann konnten wir auch sagen, okay, haben wir die Werte nochmal eingesetzt zwischen 0 und c. Ja, die Fläche zwischen diesen Punkten ist so und so. Die Idee ist jetzt, naja gut, wenn ich ohnehin den Betrag unter der Fläche oder den Flächeninhalt von 0 bis zu verschiedenen Endpunkten ausrechnen kann. Ja, dann kann ich vielleicht auch direkt eine Funktion aufstellen, die mir den Flächeninhalt unter dieser Kurve angibt, in Abhängigkeit vom Endpunkt. Ja, und das ist dann die Stammfunktion, da kommen wir gleich drauf, die wird geschrieben Groß F im Gegensatz zum kleinen f von x. Ja, also nochmal, das kleine f ist diese Kurve, die wir hier sehen. Das große f gibt Ihnen an die Fläche unter der Kurve. Ja, und f von x heißt die Fläche unter der Kurve vom Punkt 0 bis zum Endpunkt x. Ja, das heißt, Groß f von x ist die Fläche von hier bis da. Groß f von einem kleineren x, sagen wir mal, x, das hier liegt, wäre nur die Fläche von hier bis hier und so weiter. Das heißt, das ist jetzt eine Funktion, die Ihnen sozusagen den Flächenwert für ein ja, variables oberes Limit des Bereichs, der Sie interessiert, abbildet. Ja. Was auch immer Ihr x ist, wenn Sie das hier einsetzen, kriegen Sie sozusagen den Flächenbereich zwischen 0 und diesem x raus. Anders ausgedrückt, das ist ja jetzt eine sehr funktionale Definition, damit können Sie jetzt noch nicht viel rechnen. Ja. Anders funktional ausgedrückt ist das das Integral vom Anfangspunkt 0 bis zum Endpunkt x über eine Funktion, oh mein Gott, was steht denn hier? Dieses merkwürdige Zeichen ist ein Xi, ja, das ist ein Integral über die Funktion f von Xi dx, um Gottes Willen.
was soll denn das merkwürdige Zeichen jetzt hier? Ja, Sie können im Prinzip da auch jede beliebige andere Variable einsetzen. Wir können f von z nehmen, f von j. Es ist vollkommen egal, welcher Variablenwert da steht. Das ist nur ein Name. Ja, das ist nur ein Begriff dafür, wie Sie Ihre Variable nennen. Und solange Sie wissen, was Sie damit gemeint ist, können Sie da jeden Namen geben, den Sie wollen. Es muss nicht dieses Xi sein, es ist egal. Nun haben wir bisher aber immer alles f von x genannt. Warum denn jetzt nicht nochmal? Ja, das funktioniert nicht, weil mit den Namen können Sie um Gottes Willen alles machen. Wirklich alles. Ja, das Einzige, was Sie nicht machen dürfen, ist Namen doppelt verwenden für zwei verschiedene Sachen. Das funktioniert nicht. Ja, und was haben wir hier? Das x ist bei uns ja schon das Ende des Abschnitts, der uns interessieren soll. Ja, nochmal, dieses Groß f von x, unsere Normfunktion, ist die Fläche in der Kurve vom x-Achsenabschnitt 0 ja, bis zum Achsenabschnitt x. Das heißt, das gibt uns schon das Ende des Abschnitts an, das uns interessiert. Dementsprechend muss ich die Funktion, über die ich dazwischen integriere, ja, mit einer anderen Variable behaften, weil sonst hätte ich den Namen x doppelt vergeben. Das funktioniert nicht. Sie können hier genauso gut, wie gesagt, z, j, k, jede andere Variable einsetzen. Es ist vollkommen egal. Ja, wichtig ist nur, diese Achse ist dann in diesem Fall sozusagen die Xi-Achse. Ja, und es ist vollkommen egal, welchen Namen Sie dann nehmen. Ja, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, was uns jetzt interessiert, ist eine Funktion, die uns angeben soll, den Flächeninhalt unter unserer Kurve von 0 bis zu einem Punkt x, den wir hier wählen können. Und das ist genau das Integral von 0 bis x über die Funktion, die uns interessiert. Ja. Gut. Jetzt erinnern Sie sich, in der Differentialrechnung war es immer so, wir haben uns Funktionen an so einem kleinen Punktchen angeguckt, dann sind wir in infinitesimal kleine Stückchen weitergegangen und haben uns geguckt, wie sich diese Funktion da verhält. Ja, das war das, was wir in der Differentialrechnung gemacht haben, um Ableitungen zu bestimmen. Jetzt können wir das Gleiche hier auch mal machen. Wir gucken einfach, wie sich die Funktion verhält, wenn wir ein Stückchen weitergehen. Und wir können gucken, wie die Ableitung dieser Funktion aussieht. Ja, das heißt, wie ändert sich meine Fläche instantan, wenn ich hier auf der X-Achse ein Stückchen weitergehe? Kann ich mich ja fragen. Ja, das heißt, okay, statt meinem f von x interessiere ich mich jetzt für f von x plus Delta x. Also der Flächeninhalt unter meiner Kurve, wenn ich bis zum Punkt x plus Delta x gehe. Das soll einfach ein kleines Stückchen weiter sein als das x, das ich gerade hatte. Ja, das heißt, okay, kann ich ja machen. Für dieses kleine Delta x gilt dann, Vorsicht, das sieht komplizierter aus, als es ist. Lassen Sie sich von diesen Xis hier nicht ärgern. Wie gesagt, das ist nur ein Name für eine Variable. Ja, die können Sie nennen, wie Sie wollen. Wie sieht also meine Funktion aus? Naja, meine Fläche von 0 bis x plus Delta x, das ist diese Stammfunktion. Die ist gleich, naja, da können wir diese Definition nehmen und jetzt einfach die neue obere Grenze einsetzen. Vorhin hat uns die Fläche von 0 bis x interessiert, jetzt ist offensichtlich die Fläche von 0 bis x plus Delta x, also ein kleines Stückchen weiter. Die Funktion, naja, da ändert sich nichts. Wir interessieren uns immer noch für die gleiche Funktion und integrieren um die gleiche Variable. Ja, gut. Was kann ich dann ändern? Naja, dann kann ich einmal das Ganze so ein bisschen nähern, indem ich sage, naja gut, eigentlich ist das nichts anderes als mein Integral von 0 bis x, das heißt das Integral, was ich vorhin schon ausgerechnet hatte, plus etwas, was so aussieht. Oh Gott, wie habe ich das zu interpretieren? Naja, ich habe Ihnen bisher gesagt, was hier steht, das Integral von 0 bis x ist der Flächeninhalt, den wir gerade schon ausgerechnet hatten. Was wir jetzt noch brauchen, ist dieser kleine Streifen, der noch dazukommt. Wenn dieser Streifen klein genug ist, ja, dann können wir das so machen wie bei der Integralrechnung bisher immer. Das heißt, wir können das so als so kleinen rechteckigen Streifen annähern, der eine gewisse Breite hat. Wie breit ist denn der? Naja, wir gehen von x nach x plus Delta x, also die Breite von diesem Streifen ist Delta x. Und wie hoch ist dieser Streifen? Naja, das ist der Funktionswert f von x an dieser Stelle. Wenn das schmal genug ist, mache ich damit keinen großen Fehler. Ja, das heißt, die Höhe ist mein Funktionswert hier am linken Rand und die Breite ist mein Delta x. Ja, und das ist nichts anderes als das, was hier steht. Ja, ich sage einfach, okay, das ist die Fläche, die ich bisher hatte. Und die zusätzliche Fläche nähere ich durch so einen rechteckigen Streifen an. Okay. Mein f, also mein Groß f, ist eine Funktion von x und die kann ich auch ableiten. Ja, ich kann mir jetzt wieder fragen, wie sieht denn die Ableitung dieser Funktion aus? Ja, nochmal zur Erinnerung, df nach dx, wie sah die Ableitung aus? Ja, ich
muss also sozusagen nehmen, naja, meine Funktion an der Stelle x plus Delta x, also an dieser Stelle, minus meine Funktion am linken Rand. Ja, das ist sozusagen meine Änderung in der y-Richtung, meine Steigerung meiner Funktion. Das teile ich durch die Breite, ja, meines Abschnitts, der mich interessiert. Ja, also ich habe hier sowas wie den Höhenunterschied meiner Fläche, die ich ermittle, also nicht den Höhenunterschied, sondern den Flächenunterschied zwischen, ich berechne meine Fläche bis zu diesem Punkt und ich berechne meine Fläche bis zu diesem Punkt. Ja, und das teile ich durch die Breite des x-Achsenabschnitts, der dazukommt. Wenn ich dann diese Breite gegen 0 gehen lasse, ist das nichts anderes als meine Ableitung. Ja. Jetzt nochmal eingesetzt, ist das nichts anderes als, naja, mein Integral über meine Funktion bis zum ganz rechten Rand hier, minus mein Integral bis zum linken Rand. Ja. Das ist sozusagen die Änderung, die ich jetzt dazu bekomme. Na naja, gut, das kann ich jetzt aber auch umschreiben, wenn ich das möchte. Ja. Hier links bleibt erstmal alles gleich, aber diesen Teil, Integral bis x plus Delta x, kann ich umschreiben. Warum? Das habe ich ja gerade schon gemacht. Ich habe gesagt, die Fläche von hier bis da kann ich aufteilen in die Fläche, die ich gerade eh schon ausgerechnet hatte und diesen rechteckigen Streifen, den ich Ihnen gerade schon definiert habe. Genau das setze ich jetzt ein. Das ist die Fläche, die ich vorhin schon hatte, bis zum Punkt x. Und dann hatte ich gesagt, der Streifen, der hinzukommt, ist die Breite meines Streifens, Delta x, mal die Höhe meines Streifens, was der Funktionswert an dieser Stelle ist. Ja, das ist die Fläche meines Rechtecks. Und dann, ja, den rechten Term ziehe ich einfach wieder davon ab. Jetzt stellen Sie fest, okay, wenn ich das so mache, ist das aber sehr, sehr nett. Denn dieser linke Term und der rechte, den ich davon abziehe, sind genau gleich. Es bleibt also nur noch dieser Term in der Mitte übrig. Das heißt, ich habe noch mein Limes, einen Grenzwert dafür, dass meine Streifenbreite gegen 0 geht. Ich teile durch meine Streifenbreite. Ich habe meine Funktion an der Stelle x mal die Streifenbreite. Die Streifenbreite geteilt durch Streifenbreite gibt 1. Dann ist auch das Limes nicht mehr so erheblich, weil ich überhaupt kein Delta x mehr drin stehen habe. Und ich bekomme mein f von x raus. Das heißt, was ich rausbekomme, ist tatsächlich mein Funktionswert an dieser Stelle. Was bringt uns das jetzt? Naja, ich habe Ihnen einfach nur gezeigt, dass eine Eigenschaft dieser Funktion groß f ist. Wenn ich sie ableite, bekomme ich meine Funktion f von x heraus. Das ist genau das, kommt Ihnen natürlich bekannt vor, ja, hoffentlich noch aus der Schule. Das ist das, was eine Stammfunktion leisten soll. Ja? Wenn ich eine Stammfunktion ableite, will ich die Funktion, die mich interessiert, rausbekommen. Und genau das ist im Prinzip jetzt nochmal durchgehend die Definition einer Stammfunktion. Ja? Das heißt, das unbestimmte Integral ist sozusagen die Stammfunktion ihrer Funktion. Ja? Wenn ich das ableite, komme ich wieder auf die Funktion heraus. Das bedeutet, anschaulich betrachtet, naja, wenn ich als Funktion sozusagen die Fläche unter einer Kurve habe und davon die Ableitung bilde, kommt die Kurve selber raus. Denken Sie mal einen Moment drüber nach, zeichnen Sie sich auch mal das mal hin, ob das für Sie Sinn macht. Ich sage Ihnen, tut es. Gut, damit kommen wir direkt zu einem wichtigen mathematischen Theorem, zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Salopp gesagt, mathematisch ist das wirklich ein bisschen arg salopp. Die Integration, was wir hier ausgeführt haben, ist damit die Umkehrung der Differenziation, also der Ableitung. Ja, das heißt, wenn ich meine Stammfunktion habe, ist das das Integral von 0 bis zu einem Punkt x über meine Funktion. Anders ausgedrückt, wenn ich meine Stammfunktion ableite, bekomme ich meine Funktion selbst raus. Ja, und das gibt mir die Definition, naja gut, eine Funktion groß f von x ist genau dann eine Stammfunktion zur Funktion klein f von x, falls genau diese Abhängigkeit gilt. Das heißt, wenn ich meine Stammfunktion ableite und meine Funktion rauspräge, ja, dann ist das genau die Stammfunktion dazu. Gut. Ja, soweit so gut. Das ist jetzt eine sehr mathematische Formulierung. Das Wichtige ist, wofür kann ich das brauchen? Naja, mit einer Stammfunktion kann ich sofort ein bestimmtes Integral, was wir in der letzten mathematischen Ergänzung hatten, ausrechnen. Ja, Sie erinnern sich, bestimmtes Integral war Fläche unter der Kurve von Punkt A nach Punkt B. Ja, wenn ich das hier mache, ja, mein Integral über meine Funktion hier, integriert über x, von xa nach xb, das war ein bestimmtes Integral, ist nichts anderes als die Stammfunktion ausgewertet am Punkt xb minus die Stammfunktion ausgewertet an der Stelle xa. Und das wird häufig so geschrieben, dass ich die Stammfunktion habe und das so auswerte. Das heißt nichts anderes als, ja, die Stammfunktion
zwischen XB oder zwischen XA und XB. Warum geht das? Naja, wenn Sie nochmal überlegen, f von XB ist nichts anderes als die Fläche unter der Funktion zwischen den Punkten 0 und XB. Die Stammfunktion von XA oder an der ausgewählten Stelle an XA ist nichts anderes als die Fläche aus der Kurve, unter der Kurve zwischen 0 und XA. Das heißt, in beiden Fällen fange ich bei 0 an. Ja, das heißt, einmal nehme ich die Fläche von hier bis da und ziehe davon ab, die Fläche, die von hier bis da geht. Was also übrig bleibt, ist die Differenz von beiden, und zwar die Fläche, die von hier bis da geht. Ja. Nehmen Sie eine Kurve, Sie gehen von 0 bis zum rechten Rand und ziehen davon ab, die Fläche unter der Kurve von 0 bis zur Mitte, dann bleibt offensichtlich die Fläche unter der Kurve von der Mitte bis zum rechten Rand übrig. Ist nicht so schwierig. Ja. Wichtig ist, das haben Sie wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, eine Stammfunktion zu einer Funktion ist nur bis auf eine Konstante c bestimmt. Daher schreibt man das unbestimmte Integral in der Regel auch so. Ja, das Integral über meine Funktion ist die Stammfunktion plus eine Konstante. Ja, komme ich gleich nochmal drauf. Das sehen Sie auch hier mal als Beispiel für eine Stammfunktion. Ja, wenn meine Stammfunktion ist 1/2x², dann kann ich meine eigentliche Funktion ausrechnen. F von x ist die Ableitung meiner Stammfunktion. x² können Sie gut ableiten, das ist 2x. Der Vorfaktor 1/2 gibt Ihnen also x raus. Das ist also eine sehr, sehr simple Funktion. Nur zum Sicherstellen können wir das nochmal aufintegrieren und gucken, ob das passt. Naja, Integral über x dx, das wissen Sie, das ist 1/2x², passt dazu. Aber wir schreiben noch plus c dazu, ja, weil das unbestimmte Integral nur bis auf eine Konstante bestimmt ist. Woran liegt das? Naja, wenn Sie sich die Gleichung hier nochmal angucken. Ja, die Ableitung meiner Stammfunktion soll meine Funktion sein. So. Dann werden wir gleich noch eine Rechenregel feststellen, die sich auf Summen und Differenzen bezieht. Und Sie werden dann feststellen, naja, wenn ich eine Summe aus mehreren Termen habe und davon die Ableitung bilden will, ja, dann kann ich jeden Term in der Summe, ja, davon einzeln die Ableitung bilden. Das passt dann. Das ist dann die Ableitung der Summe. Ist die Summe der einzelnen Ableitungen. Das heißt, einer der Terme ist dann die Ableitung dieser Konstanten. Jetzt wissen Sie aber die Ableitung von jeder Konstanten. Ja, wenn ich 5 oder irgendeine andere konstante Zahl nach x ableite, zum Beispiel, kommt 0 raus. Das bedeutet, Sie haben immer diesen Freiheitsgrad, eine Konstante dazu addieren zu dürfen, weil die Ableitung davon ist ohnehin 0. Ist das jetzt irgendwie ein netter Taschenspielertrick oder braucht man das? Naja, tatsächlich, wenn Sie sich vorstellen, wir hatten ja schon diverse Differentialgleichungen und so, ja, wo man schon mal integrieren muss. Wenn Sie da die Integrationskonstanten mitnehmen, können Sie die zum Beispiel brauchen, um gewisse Randbedingungen erfüllen zu können. Ja, das mag Ihnen jetzt erstmal esoterisch erscheinen, aber wenn ich von einer Beschleunigung zum Beispiel auf eine Geschwindigkeit aufintegriere, muss ich da bei dem Integral auch eine Konstante mit einfügen. Damit kann ich zum Beispiel eine Anfangsgeschwindigkeit zu einem gewissen Zeitpunkt 0 mit einbauen. Das ist eine Konstante. Genauso bei einer Bewegung kann ich dann den Anfangspunkt meiner Bewegung zum Zeitpunkt t gleich 0 mit einbauen. Ja, das heißt, physikalisch macht es durchaus Sinn, diese Konstanten mit drin zu haben. Ja, jetzt gehen wir noch einmal auf das Beispiel zurück und gucken, ob das für ein bestimmtes Integral auch funktioniert. Ja, was war ein bestimmtes Integral? Ja, da setze ich hier konkrete Werte für die Grenzen ein, von xa nach xb, x dx. Ja, da hat man gesagt, das ist unsere Stammfunktion, 1/2x². Dann ändern sich noch an diese Schreibweise hier. Die schreibe ich hier auch hin. Das heißt, ich integriere von xa nach xb, was letzten Endes nur bedeutet, naja, ich nehme den Term, der hier drin steht, setze die obere Integralgrenze ein, schreibe das hier hin und dann minus nochmal diesen Term, wo ich die untere Integralgrenze einsetze. Also minus 1/2xa². Und das ist genau das bestimmte Integral. Das passt also schon mal. Gut, dann sollte ich mit Ihnen noch ein paar relativ häufig vorkommende Stammfunktionen von elementaren Funktionen durchgehen, die Sie häufiger mal sehen werden. Ja, die erste wichtige Funktion ist 1 durch x. Die aufintegriert, gibt Ihnen den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus von x. Die ganze Liste von Stammfunktionen, die ich Ihnen hier schreibe, zumindest fast alle, werden Ihnen relativ bekannt vorkommen.
weil ich Ihnen bei den Ableitungen von elementaren Funktionen meistens schon mal das Gegenteil vorgestellt habe. Da hatte ich Ihnen gesagt, oh ja, wenn ich ln x ableiten will, ist die Ableitung 1 durch x. Von daher könnte Ihnen einiges aus der Liste bekannt vorkommen. Bei den Termen mache ich jetzt auch mal ein bisschen schneller. Genauso wie bei der Exponentialfunktion. Ja, da wissen Sie, die Ableitung der Exponentialfunktion ist die Exponentialfunktion. Genauso ist es beim Integral. Das Integral der Exponentialfunktion ist, wenig überraschend, die Exponentialfunktion. Soweit, so gut. Sie wussten, die Ableitung von Sinus x ist Cosinus x. Dementsprechend ist wohl das Integral oder die Stammfunktion von Cosinus x dann wieder Sinus x. Ja, wenn ich das ableite, komme ich wieder auf Cosinus. Macht Sinn. Genauso ist das Integral von Sinus x, ja, die Stammfunktion davon, minus Cosinus von x. Ja, minus Cosinus abgeleitet gibt Ihnen wieder Sinus von x. Das passt auch. Das Erste, wo es ein bisschen komplizierter wird, ist die Wurzelfunktion. Die Stammfunktion von Wurzel x dx hat diese etwas interessante Form. 2 Drittel mal Wurzel x hoch 3. Das klingt jetzt aber ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Gucken Sie sich das mal genau an. Ich hatte Ihnen schon mal gesagt, statt Wurzel x kann ich auch immer schreiben x hoch 1 halb. X hoch 1 halb hoch 3. Na gut, das ist nichts anderes als x hoch 3 halbe. Okay, x hoch 3 halbe abgeleitet, das ist einfach. Das ist 3 halbe x hoch 1 halb. Ja, immer den Exponenten davor schreiben, was auch immer im Exponenten steht, also in diesem Fall 3 halbe, um 1 erniedrigen. Also 3 halbe x hoch 1 halb. Das multipliziert mit diesen 2 Dritteln. 3 halbe mal 2 Drittel, oh, gibt genau 1. Dann haben Sie noch genau x hoch 1 halb dastehen, was genau diese Wurzel ist. Das passt also. Noch etwas komplizierter ist das, was Sie hier sehen. Das Integral über ln x dx, also die Stammfunktion von ln x, hat diese etwas unhandliche Form. X mal ln x minus x. Oh Gott, wie kommt man denn darauf? Naja, auch da leiten Sie es wieder mal von hier nach da ab. Ja, das ist auch eine gute Übung, um mal wieder die Produktregel anzuwenden. Also gucken wir uns den Term mal an. Das ist ein Produkt von 2 Funktionen, x mal ln x, die beide von x abhängen. Das heißt, ja, da müssen die Glocken bei Ihnen schrillen, die Alarmglocken. Wenn Sie das ableiten wollen, brauchen Sie schon mal die Produktregel. Der zweite Term ist ein Summand, das ist einfacher. Aber da brauchen Sie schon mal die Produktregel. Ja, das heißt, Sie haben ein Produkt von 2 Termen. Term 1 ist x, Term 2 ist ln x. Die Ableitung von so einem Produkt war, nur noch mal zur Erinnerung, der erste Term abgeleitet, weil den zweiten Term, so wie da steht, plus der erste Term, so wie er da steht, mal dem zweiten Term abgeleitet. Gucken wir uns das mal an. Der erste Term abgeleitet x, ja, Ableitung von x ist 1, mal der Term, so wie da steht, ist ln x. Da haben Sie also einmal ln x stehen. Okay, das war einfach. Plus, jetzt lassen wir den ersten Term stehen, leiten den zweiten ab, plus x mal die Ableitung von ln x. Das wissen wir hier schon, haben wir hier auch nochmal stehen. Die Ableitung von ln x für 1 durch x. Also haben Sie da stehen, ja, plus x mal 1 durch x, also plus 1. Dann müssen Sie noch den rechten Term ableiten. Das ist einfach x nach x abgeleitet, gibt Ihnen auch 1, aber mit Minuszeichen, also minus 1. Also haben Sie hier stehen ln x, ja, für den ersten Term, wo Sie x ableiten und ln x stehen lassen, plus 1. Das war der Term, wo Sie jetzt andersherum ableiten. Minus 1. Die heben sich gegeneinander weg und ln x bleibt übrig. Das macht also auch Sinn. Dann gibt es noch ein paar Rechenregeln. Das zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Aber erstmal, die wichtigsten Regeln sehen so aus. Wenn ich hier mein bestimmtes Integral habe und ich möchte aufaddieren, mein Integral von Punkt A bis Punkt B plus Integral von Punkt B bis Punkt C, dann ist das gleiche wie das Integral über die gleiche Funktion von Punkt A bis Punkt C. Das ist nicht viel anderes als das, was ich Ihnen vorhin schon erklärt habe. Ja, Sie haben eine lange Kurve, ja, wollen die Fläche hinter der Kurve wissen, dann können Sie erst von A nach B integrieren. Dann integrieren Sie von B nach C. Na gut, dann können Sie auch gleich über die ganze Fläche, also von A nach C integrieren. Nichts anderes steht hier. Das ist relativ simpel. Ein bisschen interessanter ist der zweite Punkt. Wenn Sie von A nach B integrieren, ist das gleiche wie der negative Wert, wie wenn Sie von B nach A integrieren. Das sagt Ihnen, naja, rein formal ist es also gar nicht wirklich die Fläche unter der Kurve, die Sie ausrechnen. Weil was sagt uns das hier? Naja, wenn Sie Ihren Punkt A haben, Ihren Punkt B und Sie rechnen die Fläche unter der Kurve aus.
Ja, ist es natürlich egal. Die Fläche unter der Kurve ist das gleiche, egal ob Sie die Fläche von hier nach da angucken oder von da nach da. Eigentlich ist es also eher der Flächenzuwachs von hier nach da. Ja, wenn Sie andersrum gehen, nimmt die Fläche natürlich ab, einfach weil Sie sich in Gegenrichtung bewegen. Ja, sozusagen. Das ist eine gerichtete Fläche, das hatten wir ja schon mal. Ja, das heißt, de facto müssen Sie die Richtung sozusagen Ihrer Kurve mitnehmen. Und das Dritte ist relativ simpel. Ja, wenn ich nur von einem Punkt zu sich selbst integriere, von A nach A, ja, ist der Wert der Fläche darunter null. Was bedeutet das? Naja, wenn Sie Ihre große Kurve haben und Sie gucken nur sich den Wert an einem Punkt an, dann können Sie für einen Punkt natürlich keine Fläche definieren. So eine Fläche braucht eine gewisse Breite. Ja, wenn Sie ja keine haben, ist das also null. Die zweite Regel, die ist sehr, sehr nützlich, ist die der Linearität. Das sieht jetzt kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Wenn ich einfach annehme, dass Alpha und Beta irgendwelche beliebigen Zahlen sind, ja, und ich integriere jetzt einfach mal vom linken Rand bis zum rechten Rand, von A nach B. Ich habe so eine Funktion. Alpha mal eine Funktion und dann Plus oder Minus Beta mal irgendeine andere Funktion. Dann sagt das nichts anderes, als dass ich genau gleichzeitig auswerten kann, das Integral von Alpha über die erste Funktion plus das Integral mal Beta über die zweite Funktion. Das sagt nichts anderes, als, naja, wenn ich so ein Integral über eine Summe habe, kann ich auch das Integral der einzelnen Summanden bilden. Und das ist immer noch richtig. Das macht mir die Rechnung viel einfacher. Das ist der Hauptpunkt. Die dritte Rechenregel, die ist sehr, sehr wichtig, weil Sie die häufig benutzen werden, weil Ihnen das viel Integrale einfach macht, aber leider ein bisschen unhandlich, ist die partielle Integration. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Produktregel bei der Ableitung. Ja? Das habe ich Ihnen ja vorhin ja noch gezeigt. Wenn ich einen Term aus zwei Größen habe, die von x abhängen, dann muss ich mal den einen ableiten, mal den anderen nehmen, wie er so da steht, dann den anderen ableiten, mal den ersten Term, wie er da steht und so weiter. Auch das kann ich umdrehen sozusagen. Ja? Und dann kriege ich so eine Regel raus. Wenn ich ein Integral bilden möchte über eine Funktion, die ein Produkt ist aus zwei Funktionen, ja, wobei die eine Funktion eine Ableitung von einer anderen Funktion ist, ja, wie auch immer, und hier ich hier das Produkt einer zweiten Funktion habe, dann ist das das gleiche wie das Produkt der ursprünglichen Funktion, von der das, was ich hier stehen habe, die Ableitung ist, weil die zweite ursprüngliche Funktion, wie gesagt, ohne Integral, ja, minus das Integral über die andere Funktion abgeleitet, mal die erste Funktion nicht abgeleitet. Oh Gott, das klingt jetzt alles ein bisschen schwierig. Wenn Sie das jetzt einfach so umstellen, dass Sie den Term mit auf diese Seite stellen und das Ganze mal ableiten, dann haben Sie hier nichts anderes stehen als die Produktregel der Ableitung. Ich gebe Ihnen da gleich mal ein Beispiel zu. Das wirkt ein bisschen unheimlich, das müssen Sie einfach mal so durchgehen. Das sieht schwieriger aus, als es ist, oder das müssen Sie tatsächlich zwei, dreimal durchxen mit konkreten Funktionen und da einfach so ein bisschen Automatismus aufbauen, dann funktioniert das. Ja, das ist nicht so wild. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch mal kurz die Rechenregeln hier so ein bisschen vorstellen. Ja, Rechenregel 1, was war das nochmal vorhin? Ja, das war, dass wir einfach die Grenzen ja, einfach zusammen addieren können. Das heißt, wenn ich von 0 bis 1 integriere über eine Funktion plus von 1 bis 2 integriert die gleiche Funktion, dann kann ich auch direkt von 0 nach 2 integrieren. Ja, gut, rechnen wir das mal aus. Von 0 bis 2 integriert, Funktion x², Stammfunktion davon, naja, das ist ein Drittel x hoch 3. Ja, wenn ich das wieder ableite, muss ich die 3 davor ziehen. 3 mal ein Drittel ist 1. Den Exponenten um 1 verringern, dann bin ich bei x hoch 2. Das funktioniert also. Das ausgewertet bei 2 und 0. Ja, das ist also ein Drittel mal 2 hoch 3, also 8. Das sind diese 8 Drittel. Minus ein Drittel mal 0 hoch 3. Na gut, 0 hoch 3 ist 0. Das ist also das Integral. Jetzt kann ich das Ganze hier auch einmal ausrechnen von 0 bis 1 und 1 bis 2. Ja, ein Drittel x hoch 3 von 0 bis 1. Ja gut, das ist ein Drittel. Relativ simpel. Ein Drittel oder das Ganze integriert von 1 bis 2 ist 8 Drittel minus ein Drittel. Ja, ich habe also ein Drittel minus ein Drittel plus 8 Drittel ist das gleiche. Wenn ich die Integralgrenzen umdrehe, kriege ich genau den negativen Wert raus. Also wenn ich von 2 bis 0 integriere, wären es minus 8 Drittel. Gut. Die zweite Regel, das war die Linearität. Oh Gott, was war das nochmal? Wir haben jetzt mal ein Integral von 0 bis 1 über so eine Funktion, die eine Summe von zwei Teilfunktionen ist. 4x² plus 5x. Und die Aussage war jetzt, das kann ich mir viel, viel einfacher machen, das Leben, indem ich nicht die Summe betrachte, sondern die Summanden einzeln integriere.
heißt, ich kann sogar diese 4 vorziehen und integriere nur noch über x Quadrat dx. Das kriegen Sie hin. Also x Quadrat zu integrieren, okay, ist nicht so das Problem. Plus 5 mal nochmal das Integral von 0 bis 1 über x dx. Über 1 zu integrieren oder über x hoch 1 zu integrieren, kriegen Sie auch hin. Ja, das ist nicht so wild. Wenn ich das mache, okay, x Quadrat hatten wir schon, ein Drittel x hoch 3 ist die Stammfunktion. Ja, kann ich hier für dieses Integral einsetzen, dann kriege ich 4 mal ein Drittel x hoch 3 ausgewertet im Bereich von 0 bis 1 plus 5 mal, na gut, das Integral, die Stammfunktion von x ist auch relativ simpel, 1 halb x Quadrat und das ausgewertet im Bereich von 0 bis 1. Ja, das hier ist also 4 mal ein Drittel plus 5 mal 1 halb, also 4 Drittel plus 5 halbe oder, wenn ich das zusammenpacke, ja, Hauptnenner sind Sechstel, 8 Sechstel plus 15 Sechstel sind 23 Sechstel. Das kommt hin. So, jetzt wollen wir mal dieser partiellen Integration hier oben nochmal auf den Leib rücken und ich möchte mal zeigen, wofür das gut ist. Relativ häufig können Ihnen zum Beispiel mal Funktionen dieser Art begegnen. X mal Cosinus X integriert über dx. Und jetzt wollen Sie die Stammfunktion davon haben. Die brauchen Sie zum Beispiel für eine Differentialgleichung. Das ist schwierig. Sie müssten jetzt also irgendeine Funktion raten, die abgeleitet x mal Cosinus x gibt. Das ist jetzt nicht so ohne weiteres klar, was das sein sollte. Ja, aber gucken wir uns nochmal die partielle Integration an. Hier haben wir ein Produkt von zwei Funktionen, hier auch. Vielleicht können wir das so formulieren, dass die ganze Gleichung ein bisschen einfacher wird, wenn ich meine Werte geschickt wähle. Sagen wir einfach mal, naja gut, ich habe zwei Funktionen, x ist die eine, Cosinus x ist die andere. Sagen wir einfach mal, von denen hier soll mein g von x dieses x sein. Ja, dann muss ich mal gucken, was brauche ich hier alles zum Einsetzen. G von x kommt zweimal vor und einmal kommt die Ableitung von g von x nach x vor. Na gut, x abgeleitet nach x ist 1. Das ist nicht so schwierig. Dann brauche ich noch mein f von x. Wie sieht das denn aus? Naja, die andere Funktion, die ich noch über habe, ist Cosinus von x, die ich im Integral stehen habe. Mein g von x hatte ich schon, also muss mein Cosinus x sein, sowas wie die Ableitung von meiner Funktion f von x nach x. Na gut, dann muss mein f von x wohl Sinus x sein. Warum? Naja, Sinus x abgeleitet gibt gerade Cosinus x. Das heißt, df nach dx ist Cosinus x. Das passt. Dann habe ich hier schon, na gut, dann ist mein f von x, wie gesagt, Sinus x, meine Ableitung ist Cosinus x. Damit habe ich alle Sachen, die hier drin vorkommen, definiert und dann setze ich das jetzt einfach mal hier auf der rechten Seite ein und hoffe, dass es dadurch einfacher wird. Ja, gehen wir nochmal ganz konkret alles durch. Das Integral über die Ableitung von f von x nach x, das war Cosinus x, mal g von x, das war mein x, ist gleich f von x mal g von x. Okay, gucken wir einfach nach. F von x war Sinus x, g von x war x, kann ich beides einsetzen. Steht hier. Minus ein anderes Integral, das jetzt hoffentlich ein bisschen einfacher wird als das ursprüngliche. Die Ableitung von g von x nach x, das war 1, mal f von x, das war Sinus x. Dann habe ich hier also stehen, das Integral von 1 mal Sinus x. Das ist einfacher. 1 ist eine Konstante, jetzt habe ich hier nur noch eine Funktion, die von x abhängt, drinstehen, und zum Sinus x. Das kann ich aufintegrieren, da weiß ich, wie das geht. Ja, ich kriege also raus x mal Sinus x minus, naja, was war das Integral von Sinus x? Das war minus Cosinus x. Ja, also kriege ich aus x mal Sinus x minus, Klammer auf, minus Cosinus x, was das Integral von dieser Funktion ist. Ja, also weiß ich damit, naja, das Integral von x mal Cosinus x integriert über dx ist x mal Sinus x minus minus, also plus Cosinus x. Ja, das heißt, diese Ersetzung hat es uns möglich gemacht, dieses Integral zu lösen, obwohl das an sich gar nicht so einfach war. Dann als letzte Regel, die ist jetzt tatsächlich ein bisschen hart, da müssen Sie sich ein bisschen dran gewöhnen, ist die Substitutionsregel. Ja, Sie erinnern sich, wir hatten sowas wie die Kettenregel. Ja, Sie erinnern sich, wenn ich f, eine Funktion f nach x ableiten will, kann ich stattdessen auch mein f nach g ableiten und danach g nach x ableiten. Ja, Sie erinnern sich, wir hatten da Beispiele von wegen Temperatur gegen Richtung oder Temperatur gegen Zahl von Atomen oder. Ja. Wenn Sie sowas machen wollen, dann brauchen Sie diese Kettenregel. Ja. Das heißt, die Umkehrung davon ist, wir haben jetzt eine Funktion f von g gegeben, g, nicht x,
Ja, aber dieses Argument g ist selbst eine Funktion von x. Ja, okay, okay. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Naja, das ist eine Funktion, die ihrerseits von einer Funktion abhängt, die von einer Variable abhängt. Ja, ist ein bisschen schwer vorzustellen, aber wenn Sie sich überlegen, naja, Sie haben irgendeine chemische Reaktion und Sie wollen die Reaktionsrate bestimmen, die zum Beispiel wird vielleicht irgendwie von der kinetischen Energie der Teilchen ja, in ihrer Flüssigkeit, die sie da zur Reaktion bringen wollen, abhängen. Wobei die kinetische Energie wiederum von der Temperatur abhängen könnte. Ja, das heißt, dann haben Sie sowas wie die Reaktionsrate F, die von der kinetischen Energie abhängt, das wäre G, die wiederum von der Temperatur abhängt, das wäre ihr X. Ja, sowas in der Richtung können Sie sich vorstellen. Also sozusagen Abhängigkeiten, die sozusagen so eine Art Kette bilden. Ja, das heißt, jetzt wollen Sie auch diese Kettenregel, ja, wenn ich F nach X ableite, kann ich auch F nach einer anderen Größe ableiten und diese Größe dann nach X ableiten. Das möchte ich jetzt umkehren. Okay, das klingt jetzt erstmal extrem abstrakt. Deswegen gebe ich Ihnen ein Beispiel. Ich möchte dieses etwas unhandliche Integral lösen. X mal Cosinus X Quadrat integriert über X. Was ist denn das? Auch hier müssten Sie wieder irgendwie genial raten, wenn Sie das einfach so lösen wollen. Ja, ich zeige Ihnen, dass Sie das zumindest ein bisschen vereinfachen können, wenn Sie diese Substitutionsregel anwenden. Ja, dazu führen Sie einfach eine andere Variable ein, die Sie U nennen. Das heißt, Sie möchten das in eine Funktion von U umdefinieren und dann über U integrieren und hoffen, dass das Integral dadurch leichter wird. Dazu sagen wir, naja gut, das Cosinus x², das x² ist haarig, das macht alles ein bisschen schwierig, das möchten Sie loswerden. Ja, also sage ich einfach mal, U soll x² sein. Dann habe ich hier Cosinus von U stehen. Dann haben Sie aber x mal Cosinus U integriert über dx. Das macht keinen Sinn. Ja, also wenn x von U abhängt oder andersrum, dann wollen Sie auch entweder alles in U stehen haben oder alles in x. Teils, teils macht keinen Sinn. Also müssen Sie erstmal überlegen, ja, wie können Sie Ihr dx in ein du abschreiben oder andersrum. Relativ simpel. Sie nehmen einfach diesen Term. Du nach dx ist gleich 2x. Um Gottes Willen, was soll uns das denn halten? Naja, gucken Sie das einfach mal an. Du nach dx ist nichts anderes als die Ableitung Ihrer Funktion u nach x. Sie haben Ihr u so definiert, dass es x Quadrat ist. Das heißt, wenn ich das nach x ableite, ist es einfach 2x. Das ist mein du nach dx. Das heißt, dann kann ich das aber auch so umschreiben, ja, dass ich sagen kann, okay, mein dx bringe ich auf die Seite rüber. Ja, dann habe ich 1/2, das mit dem Faktor 2 kann ich auf die Seite rüberbringen, 1/2 mal du ist gleich x dx. Bringt uns das was? Naja, hier haben wir x mal dx drinstehen. Dann kann ich gleich den Term auf der linken Seite nehmen, 1/2 du. Mein x Quadrat ist genau gleich u. Wenn ich das beides einsetze, kriege ich raus, ja, x mal Cosinus x Quadrat dx ist gleich. Was kann ich alles ersetzen? Mein x Quadrat kann ich durch u ersetzen, wie es hier steht. Mein x dx kann ich durch 1/2 du ersetzen, wie es hier steht. Und dann habe ich dieses Integral. 1/2 mal Cosinus von u integriert über du. Das ist viel, viel einfacher. Ich habe nur noch ein einziges Mal die Integrationsvariable, in diesem Fall mein u, drinstehen. Es ist kein u Quadrat, es steht nur ein Cosinus drin. Das heißt, 1/2 Cosinus kann ich integrieren. Ja, das Integral von Cosinus ist Sinus. Ja, das heißt, was ich rausgehe, ist 1/2 mal Sinus. Ja, hier zeigt sich nochmal, es ist vollkommen egal, wie Sie Ihre Integrationsvariable nennen, das ist nur ein Name. Ob das X, U, V, Z, J, wie auch immer Sie es nennen, ist vollkommen egal. Das ist ein Name, den Sie frei wählen können. Ja. Dann ist mein Integral also 1/2 mal Sinus von U. Jetzt hätte ich aber gerne die Lösung wieder in X, weil das ist eine Größe, die für mich wahrscheinlich handlich ist. Da kann ich einfach wieder zurück einsetzen. U war ja X Quadrat. Also das Integral davon 1/2 mal Sinus X Quadrat. Ja, Sie haben also das Integral gelöst, obwohl das hier sehr, sehr unhandlich aussah. Ich weiß nicht, ob Sie durch pures Raten auf die Idee gekommen wären, dass Sinus von x² die passende Stammfunktion dafür ist. Ja, dieses Einsetzen hat es viel, viel leichter gemacht. Falls Sie Mathematik begeistert sind und dafür eine allgemeine Regel haben wollen, sieht die Substitutionsregel dann so aus. Ja, das heißt, wenn Sie eine Funktion g von x ersetzen, dann naja, ist die Integral über f von g von x mal die Ableitung g von x nach x integriert über dx gleich f von u du. Weil ihr g von x gleich u ist.
Falls Sie das vom Zuhören verwirrt, das ist normal. Allein davon werden Sie es auch nicht verstehen. Das müssen Sie tatsächlich einmal kleinschrittig mit einem konkreten Beispiel hinschreiben. Ja, nehmen Sie sich einfach die Funktion x von Cosinus x hier und gleichen Sie einmal ab, was g von x ist, was f ist, was, ne, und so weiter, was u ist. Und gehen Sie genau dieses Beispiel einmal durch, bis Ihnen so halbwegs klar ist, was Sie da wie und warum ersetzt haben. Ja, das ist wirklich, das versteht man nicht durchs Zuhören, das müssen Sie einmal hinschreiben, dann klappt das aber. Ja, das ist nicht so wild. Gut, als letzten Punkt, den wir noch häufig brauchen werden, oder ja, den man tatsächlich häufiger braucht, ist die Frage, naja gut, das waren jetzt irgendwelche skalaren Werte, also irgendwelche eindimensionalen Werte sozusagen. Sehr häufig muss man aber auch mal in der Physik über Vektoren integrieren. Ja, Sie erinnern sich sowas wie Kraft mal Weg oder so, das Integral darüber, ja, da integriert man ja über Vektoren. Ja, wenn ich so Arbeit berechnen will. Wie ist denn das? Naja, Sie erinnern sich, die Geschwindigkeit war die zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Also, wie haben wir Vektoren abgeleitet? Komponentenweise. Ja, wir wussten, okay, Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Und das kriege ich heraus, indem ich alle drei Komponenten einzeln ableite. Ja, das bedeutet, andersrum kriege ich meinen Ortsvektor aus meinem Geschwindigkeitsvektor raus, indem ich darüber integriere von Zeitpunkt 0 bis t und diesen konstanten Ortsvektor dazu addiere. Warum um Gottes Willen das? Naja, Sie erinnern sich, die Stammfunktion ist nur bis auf eine Konstante plus c genau definiert. Das ist diese Konstante plus c, die bei einer Integration über Geschwindigkeit zum Ortsvektor nichts anderes ist als die Ausgangsposition meiner Bewegung, ja, mein Anfangspunkt. Das Wichtige ist, bei so einer dreidimensionalen Integration über einen Vektor kann ich auch hier so, wie ich alle Komponenten einzeln ableiten konnte, kann ich jetzt auch alle Komponenten einzeln integrieren. Das heißt, ich kann hier einmal über die x-Komponente meiner Geschwindigkeit integrieren, über die y-Komponente meiner Geschwindigkeit integrieren und über die z-Komponente integrieren und das jeweils in die x-, y- und z-Komponente meines Ortsvektors reinschreiben. Ja, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Die x-Komponente meiner Geschwindigkeit sei 5 mal t hoch 3, die y-Komponente sei 7t, die z-Komponente sei Sinus von t und der Einfachheit halber sei der Ausgangspunkt der Nullvektor. Ich fange bei 0, 0, 0 an. Das Integral darüber, über meine Geschwindigkeit, ist dann also mein Ortsvektor oder das Integral von 0 bis zum Zeitpunkt t über meine Geschwindigkeit, ja, zum Zeitpunkt tau integriert über tau. Also ist das das Integral von 0 bis t über, jetzt habe ich die Funktion einfach mal hier allgemein eingesetzt, 5 tau hoch 3, 7 tau, Sinus von tau. Ja, Sie erinnern sich, die Variablen, die ich hinschreibe, sind nur ein Name und t kann ich nicht mehr nehmen, weil t ja hier schon sozusagen am oberen Ende des Integrals steht. Also muss ich es hier anders nennen, ich nenne es einfach tau. Dann bilde ich für jede Komponente einzelne Stammfunktion. Tau hoch 3, naja, die Stammfunktion ist ein Viertel t hoch 4, oder beziehungsweise erstmal ein Viertel tau hoch 4, t setze ich nachher ein. Wenn das nicht klar ist, leiten Sie diesen Term einfach nochmal ab. Ja, 7 tau integriert ist 7 mal 1,5 tau Quadrat. Sinus von tau integriert ist minus Cosinus von tau. Gut. Ja, dann muss ich nur noch mal gucken. Dann habe ich mein minus Cosinus von tau hier stehen und dann muss ich tatsächlich noch mal die Integralgrenzen einsetzen. Ja, jeweils von 0 bis t. 5 mal 1 Viertel von tau hoch 4. Wenn ich 0 einsetze, kommt 0 raus. Wenn ich t einsetze, kommt 5 mal 1 Viertel t hoch 4 raus. Alles sehr simpel. 7 mal 1,5 mal tau Quadrat. Wenn ich t für tau einsetze, kriege ich t Quadrat raus. Wenn ich 0 einsetze, kriege ich die 0 raus. Okay. 7,5 t Quadrat minus 0 ist genau das, was hier steht. Interessanter wird es bei minus Cosinus von tau von 0 bis t. Minus Cosinus von tau, wenn ich t für tau einsetze, ist das minus Cosinus von tau. Jetzt habe ich auf einmal eine plus 1 stehen. Das ist doch sonst immer weggefallen. Ja, aber denken Sie daran, am unteren Ende müssen Sie tatsächlich den Wert, der hier steht, in Ihre Stammfunktion einsetzen. Sie haben hier stehen minus Cosinus von tau. Wenn ich für tau 0 einsetze, habe ich da minus Cosinus von 0 stehen. Das muss ich von dem abziehen, was ich schon hatte. Cosinus von 0 ist nicht 0. Ja, bei diesen Termen alle war es so, dass der Term an der unteren Grenze verschwunden ist. Das ist aber kein Selbstläufer. Ja, Cosinus von 0 ist 0 und dieser Wert, den Sie rauskriegen, müssen Sie mitnehmen.
Kosinus von 0 ist nicht 0, sorry. Kosinus von 0 ist 1. Ja. Minus Kosinus von 0, weil Sie ja Minus Kosinus stehen haben, ist minus 1. Und wie war das beim bestimmten Integral? Sie haben den oberen Term minus den Term, den Sie unten rauskriegen. Also kriegen Sie den Term, den Sie hier hatten, minus Kosinus t, minus minus 1. Und das ist die plus 1, die hier steht. Ja, da mussten Sie einfach jetzt tatsächlich mal das untere Ende des Integrals tatsächlich mitnehmen, weil es da nicht verschwunden ist. Gut, aber damit sind Sie dann auch schon perfekt gewappnet und auch in 3D-Integration durchführen zu können. Ja, viel mehr brauchen Sie nicht. Das werden Sie auch nächstes Semester nochmal brauchen. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Im zweiten Semester werden Sie viel mehr in 3D integrieren müssen. Wir werden es versuchen, Ihnen immer so zu stellen, dass die Integration möglichst einfach wird und dass Sie gar nicht so viel mikroskopisch selber machen müssen. Aber falls Sie es doch mal machen müssen, wissen Sie jetzt, wie es geht. Ja, damit habe ich Ihnen dann auch relativ viel über Integralrechnungen jetzt beibiegen können und die kleinen Tricks, die Ihnen ein bisschen einfacher machen, Integrale zu berechnen. Ja, das werden Sie später im Studium auch noch ein paar Mal brauchen. Und damit sind wir für heute dann auch mit der mathematischen Ergänzung durch und wir sehen uns demnächst an dieser Stelle wieder. Also, bis dann!